Ja, grüß Gott und hallo, meine lieben Freunde. Nachdem gestern Seckerberg Arbeiten angesagt war, heute wieder auf der Baustelle am Seck. Ich muss da schnell ein paar Sachen probieren. Gestern ja verkündet, es muss bei den Rädern was passieren. Das hat mir noch nicht gepasst. Mal schauen. Wie sich das da tut. Weil beim Bergabfahren hat er gute Zicken gemacht. Und das hat mir nicht gefallen. Und darum heute doch gleich am Seck und wollen wir schauen, ob das, was wir gemacht haben, einen Erfolg gebracht hat. Der Gurde ist nämlich beim Runterfahren und ums Eck fahren immer mit dem Hinterteil nachgeslidet. Und das darf nicht sein, der hat die Spur zum Halten. Ja, das schaut jetzt schon ganz anders aus. Kann ich jetzt schon zufriedener sein. Die Schräglage hat sich auch verbessert. Mit was ich auf den sandigen Boden halt nicht wirklich zufrieden bin, das ist die Bereifung selber. Der ist ein bisschen zu hart. Also da bin ich mit dem Proline schon wesentlich besser dran, wenn ich auf sowas fahre. No. Und darum habe ich auch für jedes Auto zwei Reifensätze, wo ich immer halt wählen kann. Fahre auf sandigen oder glatten Stein, dann ist der Proline Irax SS die Nummer 1. Und so wie gestern auf dem Waldboden war der auch recht super. Da nichts sagen können dagegen. Haben wir wieder rausgekriegt. Schauen wir mal, wie er auf dem Kies tut.
Also ist schon beachtlich, wie er sich da durchauf gekämpft. Ja, und jetzt probieren wir mal da hinten runter. Weil da ist ein bisschen steiler. Ja, das Hintergestell bleibt schön neutral. Passt. Das ist jetzt spielen, bitte. Der Strom lässt nach. Der Strom lässt nach. Jawohl, jetzt bleibt das Hinterteil schön neutral. So muss das sein. Weil sobald das Heck ausbrechen anfängt, beim Bergabfahren, ganz schlecht. Ganz schlecht. Geht gar nicht. Weil ich kann mal, wie schön, dass er sich da aufgegrabt. Er geht halt einfach immer weiter. Das ist das Schöne dran. Oh, und der Strom ist aus. So, Strom haben wir wieder. Und der Schotterhaufen ist halt einmal mit Sicherheit Rohlein bei dir. Was mich schon wundert, dass ich da mit ein überhaupt da fahren mag.
genügend Drive. Geht's auch so. Aber Drive ist halt nicht immer Sinn und Zweck. Den größten Star haben wir uns ausgesucht, bitte. Den größten, wirklich den größten Star. Das ist schon fein. Wir nehmen wir wieder einen gleichen. Es ist halt ein harter Reifen, verurteilt das Auto halt zum Niederfahren. Das ist einfach so. Während ein weicher Reifen greift, tut halt ein harter Reifen nur graben. Und da geht halt nur Vollgas. So, meine lieben Leute, Schluss für heute. Heute ist ein bisschen Ruhetag angesagt. Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal, euer Rabatag.